Blumenbeet, Meadows, Blumenbeet, Blumenbeet, Charles Eddington, nein, okay. Hier muss dann trotzdem noch was sein. Ich gucke noch einmal hier, ob die Angela mittlerweile aufgetaucht ist. Ich glaube es ja nicht, ne. Wo könnte die denn rumstromern? Dann gucke ich erstmal weiter. Und zwar hier. Dann gehe ich nämlich mal in den Alice-Laden. Und gebe beim weißen Häschen den Namen ein. Oh, den Namen muss ich noch rauskriegen. Fällt mir gerade ein. Ah, da müsste ich jetzt, glaube ich, alle Puzzleteile beisammen haben. Alle Goldstücke. Da gucken wir jetzt mal zuerst drauf. So, na, wo haben wir sie? Da haben wir sie. Oder fehlt da noch eins? Ich brauche nur noch ein Goldstück. Ach so, eins fehlt noch. Ist ja doof. Gut, dann müssen wir weiter gucken. Müssen wir gucken. Der Alice-Laden ist hier. Lad! Der Typ steht da immer noch rum. Okay, gehen wir mal in den Alice-Laden. Finde Alice. Ja, da ist ein weißes Kaninchen. Diese Kaninchenmaske ist ja nicht so der Knaller. Ach komm. Das Merchandising hier. Scheiße, scheiße, scheiße. Oder ist ein anderes weißes Kaninchen damit gemeint? Moment, ich muss das nochmal lesen. Mit Hälsen lang wie Feuerstein, Schornsteine, ist ja egal. Finde Alice, weit ist sie nicht. Folge ihren festen Blicken. Finde Alice, weit ist sie nicht. Kannst du nochmal mit mir reden? Nee, ne? Sie ist mir keine große. Nee. Die Geräusche hier sind gruselig. Ich gehe mal wieder raus. Finde Alice, weit ist sie nicht. Weit von da, wo ich war? Alice. Ich habe aber auch nirgendwo irgendwas gefunden. So eine, irgendwie eine Alice-Figur oder sowas. Finde Alice. Das macht keinen Sinn, dass das hier... Ich habe die Meadows im Verdacht als letztes. Ich gehe erstmal Edmund Hall und gucke, ob ich die Angela irgendwo finde oder die Helena. Ist ja egal. Eine von den beiden. Vielleicht finde ich auch auf dem Weg dahin irgendwas, was mit Alice zu tun hat. Ansonsten Christchurch halt. Wenn sie nicht weit ist von den Feuerböcken. Hallo, hallo, nicht so eilig. Huch. Ich stolze hier nur rum, wackel mit der Hüfte. Was geht? Wie geht's? Mir geht's gut. Ich würde gerne einen Blick auf Ihren Studentenausweis werfen. Den habe ich Ihnen doch gestern schon gezeigt. Dann sollte es ja kein Problem sein, ihn mir nochmal zu zeigen, oder? So ist das Leben, hart, aber gerecht. Weise Worte. Hier, bitte. Ist auch nicht gefälscht oder so. Nur ganz kurz gucken, alles klar, ich stecken wieder weg. Miss Helena Bogart. Merkwürdig. Mal sehen, was der Computer ausspuckt. Haben Sie schon gehört, dass Sie den Kerl geschnappt haben, der hinter den Streichen auf der Laufbahn und im Schwimmbecken steckt? Wirklich? Wer war es? Ein Student hier aus dem Wohnheim? Nein, ein Professor vom Christchurch College. Der ist scheinbar ein bisschen durchgedreht. Was? Ja, Sie haben ihn dabei erwischt, wie er im Brunnen des Christchurch College herumgeplanscht und behauptet hat, er sei Poseidon. Wahrscheinlich unterrichtet er griechische Geschichte oder so. Wie heißt er? Ich kenne viele von den Professoren. Fremantle, Ferdmantle, Dismantle. Nein, das war's nicht. Es gibt da einen Professor namens Wintermantle, aber ich glaube, er unterrichtet auf dem Balliol College. Ja, das könnte er sein. Was meinen Sie? Oh, ich muss los. Ich will das unbedingt meinen Freunden erzählen. Was wollte ich noch mal nachsehen? Ach ja, Wintermantle. Dumm-dumm! Ach ja. Auch wenn's Hüftewackeln nicht funktioniert hat. Huch. Angela.
Der erzählt der das jetzt und die ist so, was? Sehr merkwürdig. Die Frau kommt mir immer merkwürdiger vor. Hallo. Helena? Helena? Hallo. Keiner da. Mist. Der altmodischen Architektur sei Dank. Kann ich nochmal den Eimer verschieben? Nö, kann ich nicht. Das ist ja toll. Hier hinten war die Jenny oder so? Das ist das Zimmer von Jeannie Smith. Ich will sie nicht nochmal stören. Jeannie. Gucken wir mal oben. Ich muss die bestimmt alle einmal angequatscht haben. Ja, das war die Tür, die ich mir angucken kann. Gibt's hier was Neues? Nö, irgendwie nicht mal mehr das Alte, was ich mir angucken kann. Der Fernseher, der lief doch beim letzten Mal nicht, oder? Foto, Bild, Zeitschrift, Schublade. Schublade? Da ist nichts Interessantes drin. Schade. Gut, dann nicht. Ich fühle mich auch nicht wohl, hier so herumzuspionieren. Ah, doch, eigentlich schon, aber... Das war, wie gesagt, die Tür, die man sich angucken kann, damit man weiß, wie es geht. Was machst denn du? Er werkelt herum. Vielleicht repariert er eine Sicherung. Heißt das vielleicht, dass wir in die oberen Stockwerke dürfen? Zu. Abgeschlossen. Aber wahrscheinlich finde ich da drin eh nichts mehr raus. Entschuldigung? Er werkelt herum. Ich guck mir das mal an. Ja. Please do not switch off. Scheint der Schalter für das Alarmsystem zu sein. Ich rühre ihn bestimmt nicht an, wenn mich der Hausmeister sieht. Okay. Ich denke nicht, dass ich hier irgendetwas anrühren sollte, solange der Hausmeister... Gut, dann müssen wir den Typen irgendwie loswerden. Ein Zaubertrick. Selbstverständlich. Welchen Trick soll ich versuchen? Also, gucken wir mal. Der zerstört und wieder reparierte Ring. Im Büro? Nein, das ist doof. Teile und herrsche ist auch doof. Als ob du einen anderen Trick... Blablabla. Stift und Papier. 5 Minuten lang nicht anfassen. Anderen Trick weiter. Nach 5 Minuten entfernst du das Taschentuch wieder und der Fleck ist weg. Nee, das Briefgeheimnis? Nein. Der bodenlose Becher. Dies ist ein verwirrender und wirkungsvoller Scherz. An Utensilien benötigst du einen Becher. Nee, das hatten wir auch schon. Telefonwahrsagerei. Schall und Rauch. Das Geheimnis, du tauschst die Karten aus, bevor du sie verbrennst. 2 identische Kartendecks. 1 wird durch das Publikum markiert. Nee. Obstschale, diesen Trick, den hatten wir auch schon. Hütespiel Hellseher. Dieser Trick zündet besonders in Kneipen. Dein Publikum wird begeistert sein und selbst versuchen wollen, irgendwelche Leichtgläubigen um ihr Geld zu bringen. Funktioniert am besten mit Styroporbechern. Stelle 3 Becher, die zufällig hier neben dieser Tür liegen, umgedreht auf den Tisch. Drücke dabei einen Becher auf den Fingernagel leicht ein, um ihn zu markieren. Erzähle deinem Publikum, dass die Positionen mit 1, 2, 3 von links nach rechts bezeichnet werden. Bitte einen Freiwilligen, die Kugel unter einen Becher zu verstecken. Danach soll er still die beiden leeren Becher vertauschen, damit du es noch schwieriger hast. Bitte ihn dann, die Becher nach Belieben zu bewegen. Er muss lediglich sagen, welche Positionen er gerade vertauscht. Wenn er fertig ist, drehst du dich wieder um und kannst ohne Probleme den Becher mit der Kugel herauspicken. Geldtrick? Du musst nur den markierten Becher im Geiste verfolgen. Wenn du dich wieder umdrehst, gibt es 2 Möglichkeiten. Wenn der markierte Becher an der Position ist, die du vermutest, bedeutet das, dass er sich nicht bewegt, dass er nicht bewegt wurde, als der Freiwillige still die beiden leeren Becher vertauscht hat. Daher befindet sich die Kugel unter dem markierten Becher. Wenn sich an der Position, an der du den markierten Becher erwartest, ein anderer befindet, bedeutet das, dass dieser und der markierte beim ersten Mal vertauscht wurden. Daher befindet sich die Kugel weder in diesem noch im markierten Becher, sondern muss unter dem übrig gebliebenen 3. Becher liegen. Dafür brauche ich etwas. Becher. Tadada. Becher und eine Kugel. Die sehen wie die Becher aus, die Zauberkünstler gerne verwenden. Ist ja ein Hammer. Hier liegen Becher und eine Kugel. Ja, dann ab dafür.
Nee, was haben wir ein Glück? Das Problem ist, das ist wieder so ein scheiß Trick, bei dem ich total aufpassen muss. Also wie war das? Wenn der Markierte an der gleichen Stelle ist, wie er vorher auch war, dann wurde nichts bewegt. Und wenn er an einer anderen Position ist, dann kann es keiner von den beiden sein, die bewegt wurden, sondern nur der Dritte. Ja, klingt logisch. Hey, Lust auf ein kleines Spielchen? Ich kenne da ein ziemlich cooles Spiel mit Bechern und einer Kugel. Ich hab zu tun. Ach. Hey, dauert nur eine Minute und ist besser als die ganzen Sachen in Las Vegas. Was ist das für ein Spiel? Ich zeig es Ihnen. Wir brauchen dazu drei Becher. Dieser steht auf Position Nummer 1, dieser auf der 2 und dieser auf der 3. Ich kenne das Spiel. Nein, es geht anders. Sie sind derjenige, der die Kugel versteckt. Sie können sie unter einen beliebigen Becher tun. Ich drehe mich um und dann vertauschen Sie die Becher. Danach sage ich Ihnen, in welchem Becher die Kugel ist. Das klappt doch nie. Oh, wir werden sehen. Sie müssen mir nur eine Sache sagen, und zwar, welche Becher Sie vertauschen. Wenn Sie zum Beispiel die Becher auf der ersten und zweiten Position vertauschen, sagen Sie 1 und 2 oder sowas. Aber ich darf die Kugel hintun, wo ich will. Genau. Kann's losgehen? Ich drehe mich um. Aber... Okay, ich habe die Kugel versteckt. Vertauschen Sie beim ersten Mal die beiden Becher, in denen sich nicht die Kugel befindet, ohne mir zu sagen, welche Positionen es sind. Danach können Sie jeden beliebigen Becher vertauschen, müssen aber immer sagen, welche Sie tauschen. Ich vertausche 1 und 3. Das heißt, ich vertausche 1 und 2. Ich vertausche 1 und 3. Ich vertausche 1 und 3. Ich vertausche 2 und 3. Ich vertausche 1 und 2. 2. Nö. Fail! Ich denke, da lag ich wohl daneben. Was für ein Spiel soll das sein? Moment. Ach, schon gut. Tut mir leid. Moment. Wenn du wieder weißt, wie es geht, sag Bescheid. Ja. Warum? Ich hab jetzt echt... Moment, Ich bin irgendwie davon ausgegangen, dass man die Anfangsposition kennt, aber das ist ja... Moment, nochmal. Lalalalalala, wieso muss das Ding ganz hinten im Buch sein? Entweder habe ich irgendwo einen Fehler gemacht beim Mitdenken, was durchaus passieren könnte. Dieser Trick, bla, ist ja egal. So, stelle 3 Becher umgedreht auf den Tisch. Drücke dabei einen Becher mit dem Fingernagel leicht ein, um ihn zu markieren. Erzähle deinem Publikum, dass sie und so weiter. Bitte, aber das mit dem Fingernagel habe ich zum Beispiel nicht gemacht. Bitte einen Freiwilligen, die Kugel unter einem der Becher zu verstecken. Danach soll er still die beiden leeren Becher vertauschen, damit du es noch schwieriger hast. Bitte ihn dann, die Becher nach Belieben zu bewegen. Er muss lediglich sagen, welche Position... Wenn er fertig ist, drehst du dich wieder um und kannst ohne Probleme den Becher mit der Kugel herauspicken. Der Trick. Du musst nur den markierten Becher im Geiste verfolgen. Wenn du dich wieder umdrehst, gibt es 2 Möglichkeiten. Wenn der markierte Becher an der Position ist, die du vermutest, bedeutet es, dass er nicht bewegt wurde, als der Freiwillige still die beiden leeren Becher vertauscht hat. Ach so. Daher befindet sich die Kugel unter dem markierten Becher. Ja, aber... Ich habe gerade wieder so voll die Denkblockade. Aber es kann doch auch sein, dass der die am Anfang überhaupt nicht unter dem markierten Becher packt. Dann kann sie nicht unter dem markierten Becher sein. Wenn sich an der Position, an der du den markierten Becher erwartest, ein anderer befindet... Ach so. Ja, doch. Okay. Das heißt, ich muss einen markieren. Ist der markierte richtig? Ist der markierte... Oh, okay. Ich muss den markierten mir merken... Das, was ich jetzt gerade getan habe, im Grunde. Was habe ich mir denn gerade eben für einen gemerkt? Ich weiß es gar nicht. Egal, auf jeden Fall. Ach so, weil ich davon ausgegangen bin, dass das der ist, der nicht vertauscht wurde, ja. Weil er ist ja der Leere. Wobei das eigentlich auch funktionieren müsste, aber na gut. Also auf jeden Fall, den markierten Becher muss ich mir geistig merken. Und wenn der dann was vertauscht, eigentlich muss ich den nur... verfolgen. Wenn der Markierte hinterher da ist, wo ich denke, dass das ist... Nee. Das ist doch viel zu umständlich.